Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wurde von der Firma eCrush, die habe ich schon ein bisschen bei YouTube bei manchen meiner Kolleginnen gesehen, wurde ich angeschrieben, ob ich eventuell Lust auf ein Unboxing-Video mit ihrem Schmuck habe. Habe ich natürlich gesagt, ja, ich habe mir die Internetseite angeguckt, ich habe natürlich auch schon Claudis Video dazu gesehen und habe mir da natürlich gedacht, klar, gerne, weil ich fand den Schmuck ganz ansprechend. Und hier ist das Kartönchen. Ich wollte jetzt mit euch zusammen dieses Päckchen öffnen. Und ich werde euch auf jeden Fall in der Infobox alles Mögliche verlinken. Ich hatte auch nach einem Rabattcode gefragt, aber das eCrush-Team meinte zu mir, es gibt im Moment super Angebote und ja, da wäre ein Rabattcode tatsächlich noch sehr kontraproduktiv für sie. Aber bevor ich jetzt was Falsches sage, würde ich jetzt erstmal gerne reinschauen. Aber soweit ich weiß, haben sie mir dann gesagt, aber stattdessen legen wir dir etwas zum Verlosen dazu. Da bin ich natürlich jetzt gespannt drauf, ob sie da Wort gehalten haben. Ist auf jeden Fall eine ziemlich kleine Verpackung, finde ich super. Nicht so viel Karton für wenig Inhalt. Ne? Wobei ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass da solche Brocken drin sind, weil der ist relativ leicht. Ne? Aber schön kompakt verpackt, das finde ich sehr gut. Ach, guck mal, wie niedlich. Hier steht schon drin, hey Jan, nice to meet you. I'm very excited to be a part of your life from now on. My purpose is to always remind you of your greatness. Thank for choosing me. Get your crush love eCrush. Hier ist übrigens eine Postkarte drin. Die kann ich doch sehr gut gebrauchen. Und dann haben wir hier eins, zwei, ein Säckchen. Ich glaube, da ist aber nichts drin. Ich denke mal, das ist für das Verlosungsding. Und nochmal, genau, weil ich habe zwei Sachen bekommen, ich habe mir die jetzt nicht aussuchen können, das war jetzt einfach nur, wir schicken dir was und dann gibt es wahrscheinlich nochmal eine Sache, die ich vielleicht auch habe für euch mit diesem Säckchen, glaube ich, mal gucken, ich guck mal rein. Doch, nein, hier ist was drin, ja, vielleicht habe ich ja doch was anderes, Moment, ich guck mal. Ui, guck mal, also auf sowas stehe ich ja, muss ich ja sagen. Guck mal, das ist so eine Kette, ja, mit so einem, schaut mal, so, ne, das ist so dieser, ich sag mal, Verschluss, kann man entweder dann halt so hinten tragen, aber man kann das bestimmt, warte, ich zieh das mal an, aber man kann das mit Sicherheit auch schön nach vorne. So, jetzt muss ich aber erstmal gucken, wie, genau, man steckt das hier so quasi durch, ne, dann hat man hier vorne wie so eine Art kleines Anhängerchen dran. Was steht denn da drauf? eCrush. So, und dann könnte man sich das quasi, ich hole mir das mal nach vorne, damit ich das hier in meinem Spiegel sehen kann. So, rein da. So. Genau. Also entweder kann man das dann quasi, denke ich, so tragen, aber ich glaube nicht, dass das so ist, sondern eher, dass dieses, oh, guck mal, wie niedlich ist das denn? Das gefällt mir aber sehr gut. Oh, ist das süß. Ja, das gefällt mir, aber ich hoffe, dass das für mich ist und nicht für euch. Warte, jetzt ziehe ich das wieder aus. Ja, von hinten ist das so eine Sache, ne? Mach ich ja nach vorne. Also das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Das ist schon mal, weil ich mag so zierlichen Schmuck, ne? Und diese Gliederketten sind, glaube ich, jetzt voll modern. Oh, komm schon. So. Nein, ich habe das auf zur falschen Seite hingemacht. Aber ich sehe schon, das verliert man nicht so schnell. So, spiegelverkehrt ist halt immer so eine Sache, ne? So, genau. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Sehr niedlich. Vor allen Dingen die eine Seite von der Kette, die ist so dicker und die andere dann halt schmal. Und dann habt ihr dieses kleine Anhängerchen da dran, wo eCrush draufsteht. Sehr niedlich. So, und dann kommen die halt in diesen Verpackungen, diesen Schichtelchen. Ja, da haben wir eine andere. Die ist ja auch hübsch. Das ist auch hübsch, das gefällt mir. Und ich glaube, wartet mal, ich mach das mal ab erst. Wie? Gefällt mir auch. Guckt mal, das ist so eine doppelte Kette, wo dann halt einmal auch ein bisschen dickgliedrig ist und einmal feingliedrig. Und dann kann man das auf zwei verschiedenen Stufen einstellen. Und auf diesem Verschluss steht auch eCrush drauf. Und machen wir doch einfach mal. Auch sehr hübsch. Schön, gefällt mir auch. Ziehen wir das mal wieder aus, damit ich die anderen auch mal, wenn wir einmal dabei sind, ne, ziehe ich mir schon Haare aus. Weg damit. Das lege ich jetzt wieder schön fein säuberlich hier rein.
machen wir mal. Irgendeins muss ja auch für euch sein. Gucken wir mal. Ich denke, das ist sie. Ich gehe mal ganz stark davon aus, weil die sieht doch so aus wie die hier. Bevor ich hier was Falsches sage. Ja, das ist sie. Also im Endeffekt kann ich tatsächlich die hier nämlich an euch verlosen. Ich gucke jetzt mal ganz kurz dahinter, ob, ob ich hier keinen Müll erzähle. Ja, das ist sie. Wie cool. Sehr gut. Also vielen Dank, E-Crush, dafür. Ne? Also die darf ich an euch verlosen. Schaut dazu in der Infobox, was es da zu wissen zu gibt, damit ihr das hier gewinnen könnt. So, und dann habe ich hier noch etwas. Oh, geh auf. Ja, das ist wieder so ein... Ja, auch geil. Mag ich auch. Und zwar kann man die mit Sicherheit über die andere, wartet mal, drüber ziehen. Guck mal, die ist nämlich jetzt so ein bisschen grobgliedrig. Mache ich mal. So, die Seite. Ich mache mal gerne, dass ich den Verschluss, der übrigens super easy zu bedienen ist, weil manchmal habe ich das Gefühl, ich breche mir die Finger, aber das, dieses Ding, das geht wirklich sehr gut. Weil, wie gesagt, manchmal habe ich echt, da kriege ich die Krise darum. Also, das hier ist zum Beispiel die lange und jetzt ziehe ich einfach mal die kurze darüber an. Ich kann mir gut vorstellen, dass das richtig schick aussieht. Aber ich glaube, die mache ich jetzt einen Ticken höher, weil man hat hier verschiedene Stufen dran. Genau, ich mache die hier. Oh, ich glaube, das ist ein bisschen zu eng für meinen Hals. Moment, jetzt muss ich wieder aufmachen. Jetzt muss ich doch wieder die... Weil es gibt da drei verschiedene Stufen dran, die man einstellen kann. Oh, Haare. Dann nehme ich die mittlere, glaube ich mal. Weil gerade eben hatte ich die tiefste. Ganz am Anfang. So. Genau, das gefällt mir schon besser. So. Schaut mal, weil... Ich denke mal, die kann man auch super schön alle drei zusammen anziehen. Also ihr würdet ja quasi diese hier, das Doppelte, ist ja, upsie, so, das da ist die, die ich ja verlosen darf. Das ist die Doppelte. Und wenn ihr das auch so haben wollt, könnt ihr ja mal in den Shop gucken. Falls, also die Gewinnerin zum Beispiel, ne? Dann kann man sich zum Beispiel sagen, ja komm, dann hole ich mir doch das Kettchen dazu. Ich mag diese Gliedersachen, finde ich cool. Da freue ich mich drauf. Das zu tragen. Ich glaube, die Kette lasse ich jetzt einfach an, aber ich glaube, ich gucke jetzt einfach noch mal, wie das auf der größten Stufe aussah. Nur als Vergleich. Oh, Shani, deine Haare. Ja, doch, gefiel mir eigentlich noch besser. So ein bisschen tiefer. Ja, danke schön, E-Crush. Also ich freue mich sehr darüber. Und alle anderen, die halt das Kettchen gewinnen möchten, dieses Doppelte, was ich jetzt gerade auch hier trage, da schaut bitte mal in der Infobox rein. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber. Und auch, dass ihr mit eingeschaltet habt, während ich die Ketten ausprobiert habe und hier mein Kartönchen aufgemacht habe. Ja, vielen Dank für alles. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Bis bald. Ciao.